Leute. Herzlich willkommen zurück zu Grid, auch an diesem Heilig-Nachmittag. Also es ist ja gerade erst 14 Uhr. Ich denke, die meisten werden noch nicht Richtung Bescherung gehen. Heiße ich euch herzlich willkommen zur Grid World Series und wir machen weiter heute mit der Classic Series Classic Touring Car. Das ist das nächste Anspiel. 4 Rennen, wir fangen an mit Brands Edge. Ich denke, da wird es in Indianapolis, glaube ich, sein. San Francisco, Silverstone. Auf geht's. So, wir nehmen den BMW, den 3er M3 und fangen an, wie gesagt, mit Brands Hatch. 3 Runden, die uns heute im Rennen anstehen. Nach dem souveränen Sieg im letzten Rennen, weil wir das natürlich heute hier mit einem guten Auftakt machen. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Es ist das Eröffnungsrennen und ich glaube, wir werden sehen, wer hier ist, um die Konkurrenz kennenzulernen und wer von Anfang an dominieren will. Danke, Kristen. Es dauert nicht mehr lange und das Eröffnungsrennen kann losgehen. Bleiben Sie dran. Na dann, auf geht's. Wieder mal nur Platz 14 am Start. Teamkollege ist neben mir. Das heißt, momentan 13 und 14, aber das soll hoffentlich ein bisschen noch weiter nach vorne gehen für uns. Alter, der kommt aber ganz schön drüber geschossen. Ja, die lässt mich da nicht ziehen, freiwillig. Ja, es kann natürlich gab es einen Kontakt. Aber ich arbeite mich jetzt gerade ein bisschen nach vorne. Na, war klar. Der Volvo geht noch mit, zieht noch mit und damit sind wir Vierter. Schön gemacht. Sage ich die zwei Kombis da vorne. Ich nehme mal den Weg und gehe vorbei an beiden und hab's. So ein Sieger auf der beim Auftakt würde uns natürlich so gut tun. Oder mir. Der Kollege kommt auch gut durch und ein Achter. Gestern ist er Sechster geworden im Rennen. So, und den Auftakt. Den Auftakt gehen wir runter als Führender in die Runde 2. Bleib an der Spitze. Wir arbeiten uns schon mal ein bisschen vor. Tore bis Zeit. Aber tatsächlich mal ohne Überholen durchkommen. Und ich gehe runter vor 7. Ich hoffe, dass er vielleicht sogar noch Richtung Top 4 einfährt. Was wichtig wäre. Aber mal gucken. Momentan liegen wir weit, weit vorne. Wir gehen jetzt in die allerletzte Runde. In der neuen Bestzeit. Ich verteidige deine Führung. So, beste Runde von Mutan an 32. Hier waren wir nämlich nicht gefahren.
Weil momentan sich. Ja, gibt das immer besser? Ja, gibt es. Gib das nochmal eine neue Bestzeit. Krieg die 32. 8, Quatsch, 32,8 nochmal gedrückt. Ja, 30,5 glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Und alleine hier kriege ich mehr Punkte als für das letzte Rennen. Das letzte Rennen habe ich um 56.000 bekommen. Hier kriege ich schon wieder 70.000. Gut, 6 ist er geworden. Den 6. Platz hat er wieder zugemacht und diesmal haben wir auch die schnellste Runde. 30,5. Das war genau das, was ich gesehen habe eben, ja. Weil die 32, gut, die hat auch wahrscheinlich für die schnelle Runde gereicht, aber. Nur ja, so ist es deutlicher. So, okay, zweite Rennen. Ich glaube, das dürfte Indianapolis sein. Ich meine, das gesehen zu haben. Es geht jetzt weiter mit, wenn er da fertig ist mit dem Laden. Erstmal die Punkte, die Event-Zusammenfassung. Bald Level 4. Und es ist in Japan, Indianapolis, ebenfalls 3 Runden, Spot Circuit, 4,03 Kilometer lang, diese Strecke. Wir kriegen es nicht hin nach vorne. Oh, unser Team. Oh, doch, Fünfter. Ja, 4 und 5. Okay, das ist möglich, den vielleicht ein bisschen nach vorne zu drücken mit. Die Grid World Series ist heute in einer Stadt, in der Motorsport nichts Neues ist. Was kannst du uns über Indianapolis erzählen, Chris? Es ist ein perfekter Tag für die Grid World Series. Ich kann es kaum erwarten, selbst wieder dabei zu sein. Aber für heute reicht es mir, meine zukünftigen Rivalen in Action zu sehen. So, das Rennen hier bei der Grid World Series wird gleich losgehen. Vielen Dank, Kristen. Ja, auf geht's. Ich vermute, dass diese Kristen wahrscheinlich dein Gegner am Ende sein wird. Wenn wir durch sind. Das wird ganz, ganz großes Finale sein. Aber gut, okay, gucken wir mal. Wir stehen auf 5. Mal wieder ein bisschen was nach vorne. Und unser Ziel ist es erstmal. Bisschen uns mit vorzurücken. Das ist uns keine Absicht. So, vorbei geht's. Auf 2 und 3 mittlerweile, also führend sind wir momentan. Und das war uns ein bisschen Absicht, dass ich hier ein bisschen rausgedrückt habe. Vielleicht kriege ich den Kollegen hier noch. Das ist der Alpha. Weil der sich ein bisschen wehrt. Der lässt mich aber auch nicht vorbeigehen. Okay, das war meine eigene Schuld. Ja, und das war jetzt meine eigene Doofheit, weil da bin ich ein bisschen zu. Da wollte ich nämlich rausdrücken ein bisschen. Und da ist er dann. Und zwar hat. Naja, egal, passiert. Okay, jetzt müssen wir mal versuchen, ein bisschen nach vorne zu fahren. Unser Teamkollege führt das Rennen natürlich jetzt auch an, nach dem Desaster hier quasi. Klar. Der lässt das natürlich nicht mitgehen und wir gehen als 11. oder 10. Definitiv in die nächste Runde. Als 10. noch. Aber wir sind alle schön beieinander, also noch kriegen wir es hin. So, Angriff auf der Außenlinie und wir sind 8. jetzt mittlerweile.
Sechster. Gehen wir jetzt als Sechster. Der Teamkollege hat sich ein bisschen abgesetzt da vorne, ne? Kann das sein, dass er so ein bisschen... Ja, ich habe ein bisschen jetzt einzeln da vorne, aber da müssen wir uns auch noch machen, den mal wieder zu kassieren, da müssen wir uns einzuholen. Aber vielleicht, wenn er es gewinnt, okay, ist es halt so. So wie, Weihnachtsverkehrung oder was? Dann ist gleich schon wieder dran an der Spitze. So, da wird wieder rechts mal, ich gehe mal links vorbei. So, und jetzt sind wir Zweiter. Jetzt haben wir die Doppelführung für unser Team. Das Auto sieht aus. Aber ist egal. Und jetzt holen wir uns hoffentlich unseren Kollegen da vorne. Weil ich will das Rennen natürlich gewinnen. Wenn das gewinnt, dann ist es auch okay. Dann macht er doch nicht einen Hops da vorne. Aber ich bin so ehrgeizig. Ich möchte mein Rennen natürlich gewinnen. Und jetzt entscheidet sich tatsächlich in der letzten Runde, ne? So, schön in den Windschatten gehen. Das ist die letzte Runde. Mach Druck. Ja, klar. Alles gut. Und jetzt am besten nicht abschießen gegenseitig, weil wenn wir uns jetzt abschießen, dann war es das. Natürlich probiert das da zuzumachen. Und eine ganz leichte Berührung gab es, aber das ist egal. Wir sind vorne mit zwei Autos. Das ist das Wichtigste. Es gab nur eine Führungspixel. Und das wollen wir doch auch. So kann es durch den Schießzentrum gehen. Rennen auf den zweiten Sieg. Und dann geht es gleich weiter mit Silverstone. Jawohl. Oh, da hat er das immer als Führende. So, gut, dann haben wir 359.000 mit. Ja, Doppelsieg, klar. Schön, bin ich ziemlich zufrieden. Wie gesagt, natürlich für den Führenden tut es mir leid, das war nicht die Absicht, dass ich dich so da wegschieße. Ich wollte dich eigentlich nur ein bisschen wegdrücken, aber da haben wir uns ein bisschen verhakt. Aber wie gesagt, das nehme ich doch komplett auf meine Kappe. Das muss ich mir da irgendwie mal ein bisschen ankreiden. Gut, dann sind wir weiter, sind wir damit durch. Weiter geht's wieder mit Silverstone jetzt. Und wir gehen auf Level 4. Wie komme ich denn auf Silverstone? Silverstone ist der letzte. Entschuldigung, San Francisco natürlich. Der Sprint Circuit B. 2,89 Kilometer lang. Vier Runden sind es diesmal. Aber diesmal haben wir nicht das Glück, dass wir so, noch vor, so weit vorne stehen. Wir stehen diesmal ein bisschen weiter hinten. Wahrscheinlich wieder um Platz 14 rum. Ja. Was fällt dir zu dieser Veranstaltung ein? Man darf... So. 10 sind wir übrigens. 10 und 13 für das... für die Doppelfliegerüberführung. Jetzt haben wir San Francisco. Ah, natürlich.
Da hat uns jetzt diesmal, wir haben uns jetzt ein bisschen da rausgedrückt. So, erste. Das kriege ich noch vor der Kurve kommen. Wenn ihr euch da schön mitkriegt, versuche ich sie mal im Moment wirklich durchzudrücken noch mit. Und geht dann zum 9. Ah, schwierig, wenn zwei Teamkollegen sich da einfach durchzudrücken, eine Lücke zu finden. Aktuell kommen wir relativ gut durch. Wir sind jetzt 3. Gehen jetzt auf 2 vor. Und jetzt will ich mir den Führenden auch da vorne noch holen. Ja, wahrscheinlich die Führende. Schon Jagd auf die Führung. Ja, ich bin sicher. Gehen jetzt in Runde 2. Da muss ich noch. Du kommst auf einer guten Position in die zweite Runde. Da muss ich noch zurückstecken. Jetzt habe ich. Wir kommen so super durch bisher. Und wir gehen jetzt gleich. Gehen jetzt hier durch. In Gassen, das ist nämlich nicht einfach hier zu holen. Aber scheinbar haben wir da die Lücken gefunden. Die Kollege kommt gar nicht mit. Ah, der findet die Ecken nicht. Schade. Aber der Rennen ist immer so. Das ist definitiv klar. Das ist jetzt Fakt. Einmal Großbritannien, zweimal USA und nochmal Großbritannien. So. Okay, du hast gerade die Hälfte des Rennens absolviert. Ja, das ist richtig. Vorletzte Runde. Ich scheint da ein bisschen Platz zu finden. Geht jetzt auf 10 vor, wenn er noch einmal ein bisschen reinkommt. Letzte Runde. Letzte Runde sind wir übrigens. Nachher noch Silverstone, dann haben wir es durch.
Und dann haben wir es geschafft. Rennen Nummer 3 geht ebenfalls an uns. So, und dafür gibt es nochmal 270.000. Ja, 7. Also, wie gesagt, der ist eigentlich mit gut dabei. 6., 2., 7. Mal gucken, ob es reicht für den Podiumsplatz am Ende. Gut. Ja, Silverstone. 5,9 Kilometer, 3 Runden. Und wir stehen auf 2. Also wir stehen vorne in der ersten Reihe mit dabei. Dann kann ich also diesmal nicht... Muss ich diesmal mein Rennen versuchen durchzuziehen. Naja, versuch was. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Das wird wohl noch einen harten Kampf geben. Es war bis jetzt ein tolles Rennen und so wie die Punkte verteilt sind, gibt es ein paar potenzielle Sieger. Aber wer wird es sein? Ich bin echt gespannt. Nicht mehr lange und wir werden wissen, wie es ausgeht. Also bleiben Sie dran. Ja, und zwar jetzt. So, erste Runde, typisch britisches Wetter, natürlich Regen ohne Ende. Ohne Regen ohne Ende, nasse Straße, das heißt, wir müssen aufpassen. So, der Start verfolgt jedenfalls. Und wir können uns den schon mal durchdrücken, um in Führung zu gehen. So, der Teamkollege nur 15. Mal gucken, ob er wieder so einen Sprint nach vorne macht. 16 jetzt. Und jetzt kann man schon mal ein bisschen wegeilen. Ja, das ist die Strecke, glaube ich, im Rückwärts. Ich glaube, wir haben noch 14 oder 13, aber er arbeitet sich jetzt auch so ein bisschen nach vorne. Ich könnte unten links ein bisschen verfolgen, wie der aktuelle Stand bei ihm ist. Führung mit Beginn der Runde 2. Aktuelle Zwischenzeit, Rundenzeit 2 Minuten 22. So, der Kollege im Moment einmal, weil er arbeitet sich mal weiter nach vorne. Ich hoffe, dass er dann immer doch noch mal nicht auf den Pferd. Er ist momentan auf 11. Ja, aber arbeitet sich jetzt. Er arbeitet.
dran, dass er da ein bisschen mitkommt. Ja, mal schauen. Aber den Sieg mitnehmen können, etwa 4 Siege in Folge. Bzw. 5 mit dem ersten Rennen heute. Also was das, was ich gestern gesehen habe. Ja, das ist schon 9. Also wie gesagt, er arbeitet sich jetzt langsam. Hat große Schritte. 2 Autos wieder überholt. Das heißt, mal gucken, ob es reicht für ihn. Aber da nochmal eine Möglichkeit hat, in Richtung Top 5, 6 zu fahren. Und wir gehen jetzt in die letzte Runde als Führender. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Ja. Aktuelle Bestzeit 2:16. Jetzt 8. ist er. Gerade mal ein bisschen mitzulesen, was er macht. Daran ich mich auf meinen Rennen konzentriere, weil scheinbar sind wir durch. Werden jetzt nicht weiter dramatisch passieren. Ich habe auch schon so Rennen weggeworfen. Also das geht auch. Aber ich hoffe, dass er vielleicht auch 1-2 Autos mitnimmt. Ich weiß nicht, wie die Abstände da vorne sind, aber da jetzt doch die Lücke zufahren muss. Ah, ist dran am nächsten schon. Vielleicht reicht es gerade noch, um da vielleicht noch als Auto zu kassieren. Ja, jetzt hat er den ersten. So, wir gehen jetzt vor auf als erstes und holen uns diesen Sieg. 5. ist er geworden am Ende noch. Ja, ich hatte ein bisschen Hoffnung, dass er es schafft, aber er hat es tatsächlich auch gepackt. Er hat ein gutes Rennen gefahren. Jetzt Platz 5 am Ende noch. Hat er echt einen guten Sprung nach vorne gemacht. Für die Top-Position reicht nicht so. Die Frage ist, wie ist es am Ende ausgegangen? Event 42 Punkte. Es reicht tatsächlich, um am Ende Zweiter zu landen. Als Zweites zu landen, ja. Es reicht, um das Ding vorne zu machen. Ich glaube, wir haben sogar Doppelführung. Wenn ich das richtig gedeutet habe. Wir haben das Event jemals gewonnen. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Und da ist er auch mit dabei, tatsächlich. Starkes Rennen. Starkes Event gefahren. Definitiv. Und wir haben es geschafft. Auf 1 stehen wir am Ende. Ja.
Und 2. Das ist ja mal das Wichtigste. 42 Punkte hat er geholt. Wir haben 100 geholt. Wir haben das Ding komplett nach Hause gefahren. Gut, damit sagen wir mal Feierabend. Wir sehen uns wieder nachher, eigentlich heute nachher, mit der Classic Series Classic GT. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Heiligabend, schöne Geschenke und ja, wir sehen uns wie gesagt morgen am ersten Weihnachtstag wieder um 14 Uhr dann mit der eben angezeigten Serie. Bis dahin und tschüss.